Diese Melodie habe ich vermisst. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Untalented Wow Goose Game. Mit mir, Cordula. Lang ist's her, aber jetzt geht's endlich weiter. So, ich hoffe, es geht euch allen gut, trotz der sehr schwierigen Zeit, obwohl dieses Jahr schrecklich ist, 2020, bisher nicht so der Burner. So, erst mal warm werden. Wie ging das alles nochmal? So, was kann unsere wundervolle Gans? Sie kann laufen. Genau, das ging so. Wir können rennen auch, ne? Ja, genau. Prima. Rennen. Können uns ducken. Ah ja, das hilft. So. Hier, das ist so Aufgabenliste vom letzten Mal. Wir haben hier alles erledigt in diesem Teil des Levels, des Spiels. Deshalb laufe ich jetzt einfach kurzerhand. Au! Lassen Sie mich! Wow, was ist das für eine Begrüßung? Monatelang nicht hier gewesen. Ich muss mich auch sprachlich noch aufwärmen, wie ihr merkt. Und dann sowas. So, wie ging das nochmal? Das war hier... Ah ja, alles klar. So. Und jetzt geht's los in den nächsten Teil. Seid mit dabei, wenn die Gans einen neuen Teil des Dorfes terrorisiert. Los geht's. Wow. Ja, nicht schlecht. Kann ich das irgendwie hier zerstören? Ja. Notfalls einfach ein bisschen flattern, ein bisschen schnattern und dann mal gucken, wo das nächste Abenteuer zu finden ist. Ah ja. Der Brief schreit ja förmlich, nehme ich mit. Geil. Wie wär's denn, wenn wir den jetzt einfach so als lustigen Streich hier bei den Nachbarn einwerfen. Geht das? Hm. Schade. Nicht? Komm schon. Ducken? Wie ging Ducken noch? Sorry. Alles noch ungewohnt. Ja, das Paket wollte ich gar nicht. Aber doch, wir könnten ja Briefe tauschen. So, hier, die Familie bekommt das Paket. So. Diese den Brief, beziehungsweise mit dem Brief habe ich noch mehr vor. Den, würde ich sagen, nehmen wir mit. So. Komm schon. Ah, wenn ihr wüsstet, wie oft ich im echten Leben an so Laternenpfählen hängen bleibe, weil ich nicht so gut lenken kann. Wieso geht's denn jetzt? Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Alles klar. Ich glaube, ich bin der letzte Mensch auf dieser Welt, der das Spiel noch nicht durch hat. Obwohl es quasi am Release-Tag bereits begonnen hat. Aber das ist okay, ich stehe dazu. Verheißungsvolle Melodie, Musik. Okay, wir haben eine Baustelle, wir haben eine Bäckerin. Vielleicht hat die Bock auf Brief. Bock auf Brief. Oder Beef. Die hat wohl eher Bock auf Beef. Ah, ich habe mich ganz unglücklich in der Kiste verfangen. Okay, was ist der Plan? Ja, mach du mal mit deiner Kiste, Frau Bäckerin. Ich würde jetzt gern hier in den... Ich glaube, mein Ruf eilt mir voraus. Es hat sich schon rumgesprochen, dass ich ein schwieriger Charakter bin. Okay, wir wollen aber da rein, oder? Gibt's hier noch andere Dinge, die wir erkunden können? Die gute Bäckerin trägt Kisten in den Garten. Wie wär's, wenn wir uns in so eine Kiste setzen? Geht das? Komm schon, rein mit dir!
Nee, ich will da rein. Ich zerpflücke diese Kiste. Ich möchte rein, ich möchte rein. Aber wie? Komm schon. Ah! Trink ich aber einen Schluck. Bis unser Chauffeur kommt. Komm schon. Ah! Die hat aber auf sich warten lassen. Sie denkt Kiste. Das denke ich auch manchmal. Ein sehr gelenkfreundlicher Gang, den sie da drauf hat. Und somit sind wir im Garten. Ach ja, das ist also war in unserer Aufgabe. Stimmt, wir haben die Aufgabenliste. Lang ist's her, ja. Okay, erste Aufgabe, check. Wir müssen außerdem eine Dartscheibe zerbrechen, ein Spielzeugboot holen. Wir müssen dafür sorgen, dass ein alter Mann auf den Hintern fällt. Wow. Das ist nicht nett. Aber naja. Ja. Ein kleiner Jux. Wir müssen mit einer Blume ausgezeichnet werden. Okay. Ist ein Gänsewettbewerb wahrscheinlich. Ein Glas klauen. Entschuldigung. In den Kanal werfen und einen Tisch decken, mal wieder. Wir haben schon Picknickdecke gedeckt. Messer, Gabel, Teller, Pfeffer, Kerze. Die Grundausstattung für jeden Tisch, wie wir wissen. So, darf ich jetzt raus, oder? Oh. Vielleicht war das ein Fehler. Konnte ich wieder die Klappe nicht halten. Oh nein, jetzt trägt sie, sonst hätte sie mich da hinten reingetragen. Menü. Ich erschreck den gleich, vielleicht landet er dann auf dem Hintern. Achtung. Boah, da läuft er wie am Schnürchen hier. So, ich würde auch gern wieder raus. Ah ja, alles klar. Okay. Guten Tag. So, wie kriege ich die Tür auf? Gar nicht. Anscheinend gar nicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich erinnere mich so ein bisschen an alte Point-and-Click-Adventure-Zeiten, Monkey Island und so. Es war immer schon klar, wenn irgendwo ein Mensch stand, kam man an dem nicht so einfach vorbei, ohne dass man irgendwie die ersten 7 Aufgaben erfüllen musste. Und durch eine Tür kam man normalerweise auch nicht. Da musste man erst irgendwem... Musste man erst mit einer Heckenschere einen Lachs zubereiten, um den dann... ist in der Kiste auch eine Gans? Oh, I'm sorry. Aber sie öffnet jetzt die Tür. Hut, Hut. Ach, ich hätte auch da hinten lang gekonnt wahrscheinlich. Geil. Was war das noch? Wir mussten eine Blume gewinnen oder so. Ich gucke erstmal, was hier so geht. Lass uns mal nicht so auf die Aufgaben versteifen. Wofür sind wir denn hier? Ist das nicht hier so ein Terminkalender abarbeiten? Ja, schön hier. Was ist der Gerät hier? Was ist das? Egal, ich nehm's mit. Hä, das ist so eine Art Treteimer-Konstruktion, man weiß es nicht. Das brauchen die bestimmt nicht mehr. Entschuldigung. Oh! Da sehe ich eine Blume auf dem Tisch, vielleicht gibt es die zu gewinnen. Oh, hier, Dude, auf dem Po gefallener Opa. Hallo. Na? Der spielt hier Ringe werfen. Wie heißt denn das? Hufeisen werfen? Nee, das sind ja keine Hufeisen. Auf jeden Fall, ich spiele mit, ist klar. Ah, komm schon. Du hast so viele. Ups. Hängen geblieben. Er kann sich auch nicht entscheiden, ne? Zu viele Leidenschaften. Spielt er Dart, spielt er
Nicht schlecht. Und wenn ich dann in dem Moment aber. Ach, ich bin so ein Bulli. Endlich kann ich mal ein Bulli sein. Wenn schon nicht im echten Leben. Diesmal als ganz. Traumwirt war. Hallo! Wieso bellt die denn? Ist die. Nein, ich bin eine Gans. Guck, ich mach so. Wow. Leicht zu beeindrucken, die beiden. Wie geil! Ja, kann ich auch. Die sind so süß. Das wäre ich. Diese beiden Damen, die bin ich. Die freuen sich, dass eine Gans vorbeikommt. Das ist die normale Reaktion, wenn man auf so ein schönes Tierchen trifft. Ich habe die Blume gewonnen. Okay, sorry, ich war gerade am Schwafeln. Ja, ich treffe jeden Tag oder fast jeden Tag Gänse. Okay, sagen wir mal zweimal die Woche, wenn ich mich so beim Joggen abmühe. Dann, habe ich jetzt, wurde das schon durchgestrichen, die Aufgabe? Yes. Ich führe quasi in Gedanken ein Buch darüber, wie es den verschiedenen Gänsefamilien am See geht. Da sind Nilgänse und Kanadagänse und alle haben Nachwuchs in verschiedenen Altersstufen, also verschiedene Familien, verschiedenen Gänsen. Ich zähle die immer nach. Hab dabei leider festgestellt. Entschuldigung, ich rede gerade, junger Mann. Leider festgestellt, dass die Kinderanzahl in so einer Gänsefamilie meistens über die Wochen hin reduziert wird. Klingt sehr steril. Also es sterben Kinder, Gänsekinder. Und Entenkinder noch mehr. Das ist traurig. Und die sind ja so süß und fluffig. Und jetzt mal gucken, wie gut der Dart spielen kann. Ich schenke dir eine Blume. Dafür, dass ich deine Dartscheibe kaputt machen darf? Wie schaffe ich das denn, dass du die Dartscheibe kaputt macht? Ich habe keine Idee. So, junger Mann. Kennt ihr das, dass, sagen wir, ältere Leute junger Mann oder junge Frau vor allem genannt werden? Also, keine Ahnung. Frau über 70 steigt in den Bus ein. Und wird vom Busfahrer junge Frau genannt. Ist das Dis-Daddy? Ich find's seltsam. Die junge Dame, oder so an der Bäckertheke, die junge Dame war vor mir dran. Über so eine 70-Jährige. Ja, man muss ja gar nicht aufs Alter eingehen. Man könnte einfach sagen, die Dame oder die Frau dort. Anyway, ich komme vom Thema ab. Das Thema ist nämlich Dartscheibe zerstören. Spielzeugboot. Ich habe noch gar kein Spielzeugboot gesehen. Klau ein Glas und was sinken. Irgendwie geht die Welt hier noch weiter, als wir denken. Ich gehe noch mal da hinten gucken, was es da gab. Und sonst gehen wir vielleicht mal los und gucken. Ach, guck mal, hier steht schon das Schild bereit. Das wird auf jeden Fall gleich angenagelt, wenn ich mich weiter daneben benehme. Was ich tun werde. Ich möchte diese Decke kaufen. Es geht nicht. Ist irgendwie nicht so viel los. Gibt es einen Teller? So einen Teller würde ich nehmen. Brauchte ich den für meinen... Oh ja, für meinen Tisch. Welchen Tisch soll ich denn eigentlich decken? Den hier? Ist das mein Tisch, den ich decken soll? Ja, das ist der Tisch, den ich decken soll. Ja, fein. Dann brauche ich außerdem... Pfeffer und Gedöns, wo kriege ich das denn her? Ich glaube, ich muss noch auf diese Veranda. So, da liegt ein Messer auf dem Boden. So ein Zufall. Ne, eine Gabel, sorry. Ich habe noch überhaupt nichts gemacht. Ich habe noch nichts. Alter. Bertha. Wie kriege ich die denn jetzt abgelenkt? Sorry. Ich meins ja noch nicht mal böse. Wo kommt man hier lang? Hin? Geile Geheimgänge. Die haben die doch extra für mich aufgebaut. Kann mir doch keiner erzählen. Und dann wundern die sich. Ah, guten Tag, der Herr. Brauche ich eine Tomate für meinen... Ich kann aber nicht merken, was ich brauche. Messer, Gabel, Teller, Pfeffer, Kerze. Ach, gar kein Essen. Ich richte quasi nur an. Aber so eine Tomate, wenn ich die nehme, ist das, sorgt das vielleicht für genug Aufsehen, um Bärte davon abzulenken, dass ich irgendwie das Besteck klaue. Guck.
Guck, ich könnte das ja jetzt hier so fallen lassen und laufe in der Zeit schnell. Da mir schwant, da konnte man mir ganzt, da konnte man einen Korken aus einem Fass ziehen. Lass mich. Bitte lass mich. Auch Bertha! Ich bin nicht geduldig genug für dieses Spiel. So, ich glaube, wir brauchen die absolute Weinkatastrophe. Ich habe übrigens auch schon die Kerze gesehen. Also ich habe Messer, Gabel und Kerze gesehen. Ich habe nichts... Warum könnte sie nicht ein Beispiel nehmen an den beiden netten Gästinnen da am Tisch? So, ich gehe ja nur hier lang. Ich darf hier lang. Witzig, wenn man einmal drin war, darf man wieder rein. Ach, er fragt sich, wo die Tomate ist, ja. Frag mal Bertha. Anstatt die Tomate zurückzubringen, hat die nämlich... Leute, ich mach euch hier, ich schnatter. Wie heißt das hier? Die haben gar keine Angst vor mir. Das waren noch Zeiten. Der Gärtner, der hatte wenigstens noch Angst vor mir. So. Er kümmert sich um die Tomate. Was kann ich denn machen? Um Bertha abzulenken. Das wird wieder so eine 7-Stunden-Aktion, dieses Level, was andere in 5 Minuten schaffen. So sorry. Oh fuck. Komm ich jetzt überhaupt noch rein, außer wenn ich... Ist jetzt extra in diese Kiste? Ist nicht euer fucking Ernst. Wie kriege ich das hier auf? Ja, so. Ja, und sonst so? Habt ihr auch Heuschnupfen? Ich habe einen dicken Schädel vom fucking Heuschnupfen. Es nervt mich sehr. Ich glaube, ich habe so doll Heuschnupfen, dass selbst jetzt, wo ich diese Pflanzen in dem Spiel sehe, ich darauf reagiere. So, nee, ich will gar nicht bis noch da hinten. Achtung! Hahaha! Oh. Lassen Sie mich. So. Vielleicht widmen wir uns wieder der Dartscheibe. Wie kriegt man die denn kaputt? Also man könnte ihn halt erschrecken, wenn er die Dartpfeile wirft. Aber die Dartpfeile kriege ich auch nicht, oder? Ah. Eigentlich mag ich ihn ja auch. Das Dilemma eines schlechten Bullies. Ja, die Leute mag, die er mobbt. Da muss man drüber stehen. Da ist ja auch ein Teller. Ah, den Teller habe ich ja schon. Hallo. Ja, Alter. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Rufus, du bist ein... Och, Mann. Witzig. Wenn man einmal drin war, darf man wieder rein. Es ist so ätzend. Jetzt muss ich wieder in diese Kiste, Leute. Ich breche ab, glaube ich. Das ist auch kein Leben. Haha, mein Schnabel guckt raus. Das ist ein Belüftungsloch der Kiste. Ja, kein Bock mehr. Sorry. So, dann gehe ich jetzt hier lang und wir haben wenigstens sehen können. Ach, ich kann ja rauszoomen irgendwie, oder? Geht das? Ah ja, das ist schon mal nicht schlecht. So. Jetzt müssen wir ein bisschen strategischer vorgehen. So, Bertha steht da und überlegt sich ihren nächsten Move. Ach Mann, ich sitze nur auf der Treppe. So, reicht das? Ja. Wieso sind die alle so gemein? Kann ich mich vielleicht unter der Kiste da reinschleichen? Zwischen den Tomaten?
verstehe es nicht. Das ist irgendwie unmöglich. Vielleicht, wenn ich Bertha so einen Ring da hinlege. Weil dann beschwert sich ja Dietrich wieder. Ui, da ist das Boot. There's the boat. I get it. Ja, wir können jetzt auch stundenlang rumlaufen. Aber vielleicht geht's jetzt gleich zum Wasser. Und da kann ich in Ruhe. Ja. So, denkt sie jetzt gleich Wasser? Das wäre doch was. Denkt sie Wasser? Ja, lass mich. Bäckersfrau. Wieso zeigen die mir nicht, was die Bertha macht? Och Mann! Leute, es tut mir so leid. Ich hoffe, ihr habt parallel noch was anderes zu tun oder zu gucken. Oh, da ist ein Loch im Zaun. Das kann kein Zufall sein, Freunde. Da muss ich gleich Sachen durchschmeißen. So. Was denkt sie? Handtuch. Okay, während sie Handtuch denkt, könnte ich ja mal ganz vorsichtig Glas denken. Wobei das, glaube ich, ich brauche gar kein Glas. Ach Mann! Bertha! Denk doch nochmal Handtuch. Sagt man so. In der Gänsewelt. Okay, dann gehe ich lieber zum Pfeffer, während sie Handtuch denkt. So, kann ich hier unterm Tisch durch? Ja, ne? So. Pfeffer. Zu doof, um den Pfeffer zu treffen. Leute, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Es geht nicht. Ihr seht, ich bin zu doof, um eine Gans zu steuern. Was meint ihr, wie ist das erst, wenn ich was Richtiges spiele? So macht es immer. So, hat sie jetzt noch... Ah, ich bin ja schon weg. Ich bin ja schon weg! Ja! Mann. Jetzt wischt die da den Tisch ab. Und wie? War das doch nicht mal gut. Wow. Ja, Chef, ich habe die Tische abgewischt. Aber so 2 Millimeter des Tisches mit ihrem... Fesen alten Lappen berührt. Das war jetzt kein. Damit meine ich keines ihrer Körperteile. So. Jetzt komm. 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 Mach. Mann. Warum? Warum klappt das denn nicht? Ich stehe doch da. Weißt du was? Ich zieh jetzt den Korken raus. Dann kannst du mal gucken, wo du bleibst. Wenn dir die ganze Veranda voller Rotweinschorle ist. Sie sieht mich irgendwie nicht, wenn ich unterm Tisch bin, ne? Geil. Immerhin etwas. Ernsthaft? Es ist dir wichtiger, mich zu verscheuchen, als da das Bier abzufangen? Nicht dein fucking Ernst. Und jetzt denkt sie an das Boot. Guter Film übrigens. Vielleicht klaue ich mal so einen Lappen. Dann ist sie erstmal abgelenkt. Ich könnte ihn ja zum Beispiel mal auswaschen. Im Prinzip helfe ich ihr nur. So, man muss sie zwischendurch auch mal auslappen. Ich musste früher so oft zu Hause... die Terrassenmöbel sauber machen. Ich weiß, wie das ist. Spätestens nach einem halben Stuhl. Je nachdem, wie lange die nicht mehr geputzt wurden, muss der hier ausgewaschen werden. Bertha, ne?
Aber sie vermisst ihn noch nicht. Also nicht die beste Angestellte, ich weiß nicht. Ich finde, man könnte mich auch gut einsetzen, so als Undercover Gans, die guckt, wie die Leute so arbeiten. Sie sieht mich tatsächlich nicht, wenn ich unter dem Tisch sitze, ne? Oh, das ist so erleichternd. Any thoughts, Bertha? Any thoughts? Was? Das war zu kurz. Nochmal. Ich glaube, Bertha ist irgendwie. Komm schon. Sie kommt nicht klar. Sie kommt nicht klar. Sie kann den Gedanken nicht fassen. Ich kenne das. Ich habe das auch manchmal. Und so richtig kommt der Gedanke dann erst abends im Bett, wenn ich schlafen will. Kennen wir doch alle. So, wenn ich jetzt ganz vorsichtig mich hier des Pfeffers annehme und durch den Zaun. Geht das? Bitte mach, dass das geht. Wenn ich jetzt so mache und den dann. Brauche ich ein Glas? Messer, Gabel, Pfeffer, Kerze. Nope. Aber hier sind Messer und Gabel. Oh, ich kann nur eins. One at a time. Ja, sorry, Bertha, ich bin ja weg. Aber ich habe immerhin den Pfeffer. Ein kleines Ziel. Ja! Ich habe einen Hass auf Bertha und diesen Pianisten. Stress. Erstmal einen Schluck trinken. So, ich glaube, ich bringe erst als erstes den Pfeffer in Sicherheit. Die Bäckerin ist mir noch die Liebste. Die guckt immer nur doof. Aber scheucht mich nicht immer so kilometerweise übers Gelände. So. Ja, nach 20 Minuten haben wir die erste Sache von der Terrasse geklaut. Aber gut. Ich muss sagen, Corona und das Zuhausehocken haben mich geschwächt, haben mich weich gemacht als Gans. Ich bin jetzt erstmals wieder draußen. Und dass ich den Mindestabstand zu den anderen Leuten ja nicht einhalte, das liegt nicht an mir. Das seht ihr ja hoffentlich. Ich möchte diese Mundharmonika klauen. Das gehört zwar nicht zu meinen Aufgaben, aber ich kann da bestimmt mit spielen. Komm schon. Bitte darf ich mal spielen. Bitte, Dietrich. So hieß er doch, ne? Mundharmonika gegen Blume? Und? Steh mal auf jetzt. Wieso kommt denn jetzt die Bäckerin? So, nein, ich will die Mundharmonika. Nein! Ha! Ich will nur einmal kurz spielen! Bitte einmal! Oh, Leute, die so eigen sind mit den Instrumenten, ne? Das ist eine So-und-So-Mundharmonika. Aus Elfenbein. Wenn du da reinspuckst, dann ist sie für immer zerstört. Vorsichtig mit dem Mundstück. Bitte fass nicht die Klinge dieses Mittelalterschwertes an. Es wird nicht stumpf. Sorry, altes Trauma. Könnt ihr nicht nachvollziehen. So. Nein, 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 nein. Wenn ich jetzt noch spontan wüsste, welches der Schnatter-Eier-Knopf ist, dann würde das ja auch mal funktionieren. Ihr merkt, ich bin überhaupt nicht mehr ausgelastet seit Corona. Ich nehme das alles hier viel zu persönlich. Komm schon. Einmal, ich möchte nur einmal tröten. Und dann mache ich weiter mit meinen Aufgaben. Guck mal, wie lieb sie guckt. Die Gans. Also ich könnte doch nicht Nein sagen, wenn ich er wäre. Und ich wäre gern er, weil er hat eine ziemlich coole Mütze. Okay, sorry. Contenance. Lassen wir das mal mit der Mutter Monika für now. Wir kümmern uns wieder um Bertha.
Okay, also der Plan ist, man muss erst unter irgendeinen Tisch wämsen, wenn sie gerade nicht guckt. Und sie steht wieder und ist in ihrer Gedankenschleife gefangen. Ja! Fuck, jetzt hängt das Spiel. Bertha, lass mich! Boah, Alter. Ich wollte doch nicht mehr hier lang gehen. Fuck, 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 fuck. Ich kann die Schnürsenkel aufmachen. Wie geil war das denn? Wenn ich nur nicht so ungeschickt wäre, so. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Nachdem wir drei von Eins, zwei. 7 Aufgaben erledigt haben. Dreieinhalb, sagen wir mal, von 7 Aufgaben. Diese Folge zu beenden, bevor ich hier noch zur Cholerikerin werde. Und wir sehen uns wieder, wenn es weitergeht, hier im schönen Biergarten bei Untalented bzw. Untitled Goose Game. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, natürlich möchte ich meinen Fortschritt speichern. Tschüss, macht's gut. Genießt das schöne Wetter. Ich hoffe, ihr habt keinen Heuschnupfen. Und wenn ja, dann genießt das schöne Wetter im Gänsebiergarten. Sicher habt ihr das Spiel dann in 0,0 durch, im Gegensatz zu mir. So, Schluss mit sich selber runterzumachen. Ich kann dafür andere Sachen. Gänseküken zählen im Park zum Beispiel, da bin ich sehr gut drin. Gar nicht so einfach, wenn die so durcheinander schwimmen. Anyway, ich wollte Tschüss sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, ich möchte wirklich beenden.